Willkommen im nächsten Dead Space Part. Mit Anzugstufe 6 oder 4, 5 oder ne 6. Ne 5, genau. Irgendwas haben wir da anscheinend dann doch noch vergessen. Ach ja, diese Aufzugstür. Waffen sieht gut aus, Anzug sieht gut aus, Rick sieht gut aus, Stase auch. Also, das Inventar macht auch was her. Wir sind da mal ganz gut vorbereitet. Oh, ey, echt jetzt? Gefunden, dass sich Gottes Plan entfaltet und dass wir seine Erben sind. Wir werden auferstehen. Alles, woran wir glauben, wird was? Und ihr Tod ist nur die erste Phase. Gerade abgeschüttelt haben. Sie müssen. Alter, ich stelle mich hier gerade an. Narren, das ist es, worauf wir all die Jahre gesucht haben. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Hört sie nicht auf sie. Kommen sie zurück. Kommen sie zurück. In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abwenden. Hören sie nicht auf zu glauben. Halt dein Maul. Was in der Kolonie passiert ist, ist keine Tragödie. Es ist Gottes Werk. Das ist um einiges fantastischer. Wir haben jetzt schon zwei Treffer kassiert wegen dir. Einen Marker gefunden, dass sich Gottes Plan entfaltet und dass wir seine Erben sind. Wir werden auferstehen. Alles, woran wir glauben, wird wahr. Unitology ist die Wahrheit und ihr Tod ist nur die erste Phase von dem physischen. Hey, scheiß Glaubensterroristen, Alter. Ja, genauso schlimm wie bei uns. Drecksreligion. War noch nie für irgendwas gut. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Hört sie nicht auf sie. Kommen sie zurück. Kommen sie zurück. Elender Spast. In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abwenden. Auf Dauerschleife hier, ne? Hören sie nicht auf zu glauben. Was in der Kolonie passiert ist, ist keine Tragödie. Es ist Gottes Werk. Es ist um einiges fantastischer. Wir haben auf dem Planeten Unterholz einen Marker gefunden, dass sich Gottes Plan entfaltet und dass wir seine Erben sind. Wir werden auferstehen. Alles, woran wir glauben, wird wahr. Guck mal hier, ich kann die Bettchen verschieben. Da ist bestimmt irgendwo was Gutes drin. Ich hab keinen. Schade. Hätte ich jetzt da mal gerne in die Tür reingeschaut. Halbleiter Rubin. Hallöchen. Will mal was testen. Halbleiter Rubin ist auf jeden Fall mal wieder 25.000 Taler wert. Guck mal, hier geht's noch weiter. Sonst gibt's hier nichts. Oh shit. Warte, ich räume auf.
Es ist gewollt, dass ich hier hingehe. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Scheint so. Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich, aber meine Kreation ist frei. Wiedergeboren in die tosende Hitze des Lebens. Alter! Ach, das ist der! Ja. Warte mal ganz kurz, Kollege. Oh, da war ein Geld. Danke. Nee, warte. Komm, beeil dich, Isaac. Ich möchte hier raus. Ah, Halleluja. Warte kurz, sagte. Ich hab's gleich. Alles gut. Lass dir Zeit, Schwester. Oh, fuck. Denkst noch an mich? Da draußen? Ah, ne. Was? Du lebst noch? Ah, das Stasepack war noch wichtig. Wohin? Da. Oh Scheiße, die scheinen hier wohl unendlich nachzukommen. Ausgezeichnete Arbeit, Mr. Clark. Wirklich ausgezeichnet. Und jetzt kommen Sie zu mir in den Bereich. Die Tür ist offen. Beeilen Sie sich. Oh. Isaac, du solltest Dr. Kyle mit Vorsicht genießen. Ein Großteil der Sachen, die ich bisher herausgefunden habe, stammt aus seinen Aufzeichnungen. Der Mann ist total irre. Aber trotz seiner Labilität könnte er gewalttätig werden. Das haben Irre so an sich, dass sie gewalttätig werden. Ich habe aber kaum noch Medizin für Plasma-Cutter, ist mir aufgefallen. Meine wichtigste Waffe. Oh, jetzt geht der Twinkle-Twinkle-Little-Arsch wieder los. Ich denn davon? Halleluja. Hab ich nicht noch irgendwo? Ich hab doch. Ah, ein Rubin, da ist er. Ah, ne, Diamant war der 10.000er. Ah, ich laber Scheiße.
Okay. Ah, nee, warte mal. Das war mal anders. Ich gönne mir noch ein paar Punkte. Und vielleicht noch ein kleines Medi. Werkbank vor. Das sieht doch gut aus. Aha, ich muss ja eh da hoch. Dann schlage ich vor, das gibt's aber erstmal im nächsten Part. So, das müsst ihr mir entschuldigen. Ich krieg's momentan echt nicht mit der Uhr auf die Kette. Wir machen noch ein bisschen weiter. Haben wir erst 11 Minuten. Hallo? Ich wusste, dass du das Richtige tun würdest. Ich wusste es. Ich liebe dich so. Sie haben es geschafft. Ich habe ihren Fortschritt beobachtet. Ich weiß, dass sie das Windschuttel reparieren und von ihr weg wollen. Aber eine Flucht ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Der Schockantrieb des Shuttles ist zerstört. Nein, 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 nein. Verzweifeln Sie nicht. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Zuerst habe auch ich die Hoffnung verloren. Habe versucht, das Schiff zu zerstören, die Systeme zu sabotieren. Familie, sie hat alles verändert. Die Kirche, sie glauben, der Marker war göttlich. Aber sie wissen nicht, was hier passiert ist, was entfesselt wurde. Sehen Sie, sehen Sie. Sehen Sie genau hin! Das ist es, was wir am Kern des Planeten gefunden haben. Mercer nennt es das kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die Necromorphs telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm! Aber Emilia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, indem der Marker auf dem Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Es tut mir so unendlich leid, Amelia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, Medipack Großes zu Ende zu bringen und für meine Sünden büßen. Aber Sie können mir helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen. Können wir es beenden? Für alle Zeiten. Mach die Tür auf, Mann. Ich will das große Medipack. Oh. Oh Mann, da liegt auch noch was, oder? Nee. Na toll. Was seid denn ihr für welche? Yeah.
Noch mehr Dicke. Okay. Das nenne ich ja mal ein Empfangskomitee. So, falls ich hier irgendwann mal Batman abseilen will. Nein, danke. Was da so scheppert. Ich hab mich eben eingenässt. Oh. Also. Geht ja echt hart der Punk ab. Kleines Medi. Ach, wie süß. Echt herzlich. Hier gibt es halt echt noch einiges zu entdecken. Cool, was ist das denn? Die Ishimura oder was? Was will ich denn mit dir, du hässlicher Kasten? Persönliches Logbuch, Whitey, Officer, bla bla bla. Das Schiff wird vermisst. Von verdammten Units befindet bisher. Ne? Ja, ja, was auch immer. Persönliches Logbuch des Captain. Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn diese Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein. Ich bin Unitologe. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternsystem sein sollten. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Dr. Kine, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt. Die haben da unten eine Art Epidemie und ich darf nicht zulassen, dass sie aufs Schiff übergreift. Nicht bei dieser kostbaren Fracht. Nicht, wenn wir so nahe sind. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Heimkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Ortmann sei gepriesen. Aha. Shuttle-Steuerung. Navkarten benötigt. Auf jeden Fall sehr groß aus hier. Oder geht's gut runter? Natürlich suchen wir zuerst alles ab. Irgendjemand hat wieder einen Schraubenschlüsselkasten fallen lassen. Hallo, großes Medipack. Geilo! Es lohnt sich immer, in Dead Space alles abzusuchen. Generell kannst du das auf jedes Spiel anwenden. Ach, ins Shuttle rein.
Nein, das gibt's dann aber jetzt wirklich beim nächsten Part. Bis dann, neues Laxi. Ciao.